Am Freitag, den 30. September, feierte die Seniorenuniversität der BTU Cottbus ihr 10-jähriges Bestehen im Audimax. In der Begrüßung betonte der Präsident, Professor Zimmerli, die Bedeutung des lebenslangen Lernens. Die Universitäten sollten ihren Bildungsauftrag nicht auf eine bestimmte Altersgruppe beschränken. Den Festvortrag hielt Professor Bayer vom Lehrstuhl Technikgeschichte, der mit den Aktivitäten der Seniorenuniversität eng verbunden ist. Doch wie ging es vor 10 Jahren mit der Seniorenuniversität los? Ja, der Grund war tatsächlich, wie machen wir die Universität in der Region attraktiv? Am Anfang war die Universität immer so etwas, wo man nicht richtig anfasst. Es war eine Trennung zwischen der Stadt und der Universität. Bildung im Alter spielt bei den Senioren insofern eine Rolle, dass ich damit einen Wunsch erfülle, ein Interesse erfülle. Das heißt also, endlich mal habe ich Zeit, etwas zu studieren, etwas zu erlernen, wofür ich früher nie Zeit hatte. Die Teilnehmer der Seniorenuniversität können sich in verschiedenen Kursen einschreiben, deren Themen sehr vielfältig sind. Besonders beliebt und auch naheliegend sind Computertechnik, Programme oder Internetnutzung, da sich diese Bereiche in den letzten Jahrzehnten sprunghaft fortentwickelt haben. Denn viele Senioren wollen trotzdem mitreden. Die Zeiten, in denen Opa nicht einmal wusste, wo man den Computer einschaltet, sind längst vorbei. Aber nicht nur technische, auch geisteswissenschaftliche Themen finden das Interesse älterer Menschen. Die Philosophie als Einstieg, gerade mit Professor Kornwachs und Professor Zoglauer, und das war interessant. Ich habe auch mal Architektur probiert, weil ich ein bisschen mehr wissen wollte über die Bauweisen, auch allgemein. Ne? Aber dann kam eigentlich eher der Sport noch mit als Seitenrichtung mit dazu. Und viel später erst Malerei und Zeichnen, also Malen und Zeichnen. Da habe ich auch erst dazu gefunden, als ich nicht mehr gearbeitet habe. Ich habe das früher nie gemacht. Und da habe ich dann hier so ein bisschen eine Heimat gefunden. Die Seniorenuniversität wird vom Weiterbildungszentrum der BTU Cottbus organisiert. Wer an Veranstaltungen teilnehmen möchte, kann sich hier beraten lassen. Das Kursangebot orientiert sich nicht nur an der Nachfrage, sondern auch an der Forschung und Lehre der BTU. Für Anregungen durch Dozenten oder Teilnehmer ist man jedoch immer offen. Wir wollen gerne mit den Teilnehmern gemeinsam die Dinge entwickeln. Und das ist so auf so einer menschlichen und sehr engagierten Basis auf beiden Seiten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der Schlüssel zum Erfolg. Ja, da gab es schon ganz überaus überraschende Situationen, dass beispielsweise Senioren Vorschläge hatten für Dozenten. Die wurden dann zu mir ins Büro geschoben und Frau Hendrischke, wir haben hier einen tollen neuen Englischlehrer und prüfen Sie den mal bitte, den wollen wir gerne haben. Auch für die Dozenten bietet die Seniorenuniversität Anregungen. Es gehört auch mit zu meiner Tätigkeit, mich also mit Teilnehmern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Lebenserfahrung auseinanderzusetzen. Denn das, was wir in dieser Branche machen, ist ja nicht in einem abgekapselten Industrieprozess dann versteckt, sondern ist Teil des öffentlichen Lebens. Und das, was sich in einer Seniorenuniversität abspielt, das ist ungefähr deckungsgleich mit einem Bürgerforum. Ich fand vor allen Dingen, dass die fast interessierter waren als unsere normalen Studenten und auch sehr engagiert waren. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich jetzt sehe, was sich bis heute getan hat, war das damals eine richtig gute Entscheidung. Der Festakt endete mit einer Danksagung an die Dozenten der Seniorenuniversität für ihr langjähriges Engagement. Interessenten können sich online auf der Internetseite der Seniorenuniversität und im Büro des Weiterbildungszentrums an der BTU Cottbus informieren.